So Leute, herzlich willkommen hier wieder zurück zu Soldier Fortune. Und irgendwer ballert da. So, Ruhe. Erstmal Ruhe. Direkt am Anfang des Partes wird hier nicht wild rumgeballert. Und wenn das einer macht, dann bin ich das. Und ich habe das Gefühl, wir kamen von hier. Und warum hält er die Waffe links? Das sind viele Fragen, auf dessen Antwort wir lange warten. Hey man. Und dieser nette Herr wird uns keine Antwort mehr geben können, dann... Oh oh. Doggy-Style. Machen wir den Doggy-Style. Ja. Von dir will ich nur die Waffe haben. Gib mir die Knarre. Gib mir... Alter, habe ich gerade einfach seine Rakete in der Luft zerfetzt. Er hat eine Granate geworfen. Und ich bin reingerannt. Aber es ist einfach so krass, ne? Wie jetzt einfach der Schwierigkeitsgrad tatsächlich abgenommen hat. Das ist einfach krass. Es war wirklich nur diese eine Mission. Die eine besagte Mission. Sind das Waffen? Nee. Das sind keine Waffen. Also, bei Postal oder so wären das Waffen, aber hier nicht. Da geht's lang. Warte mal, das nehmen wir mal auch noch mit hier. Ich kann es nicht nehmen. Ich kann es nicht nehmen. Erst im nächsten Level kann ich es nehmen. Hätte ich das gewusst, dass der Level hier schon zu Ende ist, dann hätte ich den natürlich das letzte Mal zu Ende gespielt. Aber man kann es ja nicht wissen, wenn man das Spiel vor 20 Jahren das letzte Mal gespielt hat. Das ist übertrieben. Obwohl, doch, 20 Jahre ist es alt geworden. Yo, muss da lang fahren. Mustafa. Ich vermute mal, diese Intro-Sequenz wird sehr kurz gehen. You scared the crap out of me, Hawk. Enjoy the trip. It was long. Lightfoot is on a truck just inside the bunker. Alright, see you on the inside. So, alles klar. Rein da in den Bunker. 2-1 Risiko. Mit der fetten Wumme gleich wieder ran. Oh oh. Was wird passieren? Ich kann es jetzt schon mal spoilern. Wir werden die ganze Base in die Luft jagen. Es wird Blut, Asche und Körperteile regnen. Ach komm her, was soll der Geiz? Ich finde übrigens die Nachladeanimation immer richtig geil, wie er das macht. Das ist einfach die ganze Waffe so. Wie so ein Lego-Baukasten. Oh, den schießt man natürlich einfach das Bein ab hier. Zack. Zack. Eiskalt. Glasklar. Und absolut. Warte mal, hier unten geht's lang. Oh. Schade. Das wär's gewesen. Das wäre jetzt der lang ersehnte Geheimgang gewesen, den noch keiner entdeckt hat. What? Warte. Oh, ich finde das so geil. Ich liebe diese Bluteffekte. Das tut mir echt leid. Ich bin echt keiner, der jetzt in irgendeiner Form Brutalität verherrlichen will. Aber in Computerspielen muss es sein. Es muss einfach sein. So, was passiert? Warte mal, wo geht's hier lang? Hallo? Okay, ich soll hinterher. Wie soll ich hinterher? Warte mal, das ist falsch, oder? Geht das kaputt? Ne, das geht nicht kaputt. Aber ich habe das Gefühl, hier hinten... Hier. Muss ich jetzt da rein? Ne, einfach hier unten lang. Ach, manchmal denkt man sich aber auch einfach zu viel bei solchen Shootern. Man denkt zu viel nach. Sowieso im Leben. Man denkt viel zu viel. Hier, zack, 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 zack. Einfache Therapie. Was macht man gegen Idioten? So einfach kann es gehen. Einfach abschießen. Diese Tore, die gehen noch bestimmt auf. Ah, wartet mal, wir haben ja noch diese geile Uzi hier. Ne, haben wir nicht. Keine Muni. Was verbirgt sich hinter Tor Nummer 1? Nichts. Du. So, diese drei roten Fässer, die werde ich wahrscheinlich noch auf sarkastische... Nee. Auf irgendwas mit Sa. Oh, geil. Satanistische? Nee, auch nicht. Weise benutzen. Wie sage ich dazu? Warte. Jawohl. 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 Also bei solchen vielen Gegnern einfach mit der fetten Wumme reinhalten. Irgendwen trifft man sowieso. Ist halt so, ne? Einen trifft man eh. Und wenn da mal der Arm wegfliegt vom Nachbarn, dann ist es so. Die Schäden sind vorprogrammiert. So, wir können nur den einen Weg gehen. Den einen schießt das Hirn weg und den anderen reißt den Arm weg.
zack, zack. Warte mal, haben wir noch geile Waffen? Wir können ja ein bisschen snipen. Also das Snipergewehr, das funktioniert nicht ganz so gut in dem Spiel. Beziehungsweise ich kann es nicht. Ja. Das Zielen ist dann extrem verlangsamt. Und wenn man trifft, klappt es auch nicht immer so, wie man es gerne hätte. Oh, eigentlich ganz klar. Uah, alles klar. Alter, da hat ja aber der Latten am Zaun. Na warte, Freundchen. Tja, da bist du wohl etwas zu lahm. Allerdings ist meine Waffe zu ineffektiv. Ich habe keine Ahnung, ob ich treffe, aber irgendeine Kugel wird dir deinen Dickschädel runterbraten. Oder dein Speckwanst, eins von beiden. So, lass mich raten, da drüben werden welche hocken. Keine gute Waffenwahl. Oh, ich liebe diese Gewalteffekte, es tut mir leid. Ich muss es immer wieder sagen, das ist wirklich einfach so. Okay, muss ich mich beeilen? Muss ich das gedrückt halten? Das ist doch auch so ein typisches Half-Life-Rätsel. Halte gedrückt. Oder? Einfach nur jetzt beeilen? Ui! Ganz einfach. Vielleicht sollte ich mal abspeichern. Ich hatte gerade extreme Angst, dass mich das Ding da zerdrückt. So. Warte. Sehr gut. Es ist aber auch krass, oder? Das SMG ist einfach so mega stark. Mit dem Scharfschützengewehr hätte ich eine halbe Ewigkeit gebraucht, um so anzuvisieren. Und hier einfach locker fluffig aus der Hüfte. Und jetzt? Wow. Wir müssen mehr Granaten benutzen. Inflationär müssen wir das mal raushauen. Komm, das Hirn muss mit raus. Wir brauchen mehr Blutkonserven. Es ist aber auch geil. Es ist so übertrieben doof. Alter. Alter, der hat mir einfach gerade meine ganzen Energiebalken weggebraten. Ach, die Waffe. Aus der Hand geschossen. Jetzt ist er abgehauen, der Sack. Der holt sich bestimmt eine Alternativwaffe. Wirst du mal aufhören? Bitte schön. So, das ist er davon. Das gibt's ja wohl nicht. Der will der einfach abhauen. Uah! Alter. Aus Panik. Na, der da oben? Wie sieht der uns an? Nee. Es ist aber auch krass, dass wir immer wieder volle Energie kriegen, wenn wir hier eine schusssichere Weste einsammeln. Oh, check your fire. Das ist ein guter. Der ist noch nicht tot. Das möchte ich hiermit sagen. Der zählt nicht auf meine Abschussliste, ne? Der lebt noch. So, aber ich glaube, du musst da weggehen. Shit. Wegen dir, Mann! Oh, ich würde so gerne den Helm einfach nur... Ich probiere es mal aus. So. In gewissen Situationen darf man aber auch keinen Helm tragen. Es ist wirklich so. Eins, zwei, drei. Komm. Okay. Haben mir aber echt gerade gut eine reingesammelt hier, die Jungs. Okay. Er ist echt der voll der Hammer, ey. Ich wurde gerade invaded. Das war wahrscheinlich ein echter Spieler. Der war voll krass drauf. Der hat das wahrscheinlich jahrelang geübt, wie er immer wieder um diesen LKW hier rumrollt. Der LKW, der circa 3 Nummern zu klein ist. So, typisches Level-Design. Einfach nur 1:1 von Half-Life kopiert und dann die Bausteine mal ein bisschen andersweitig zusammengeknüpft. So einfach funktioniert das. Ey, wenn Half-Life so eine geile Brutalität hätte. Obwohl, ich weiß gar nicht, hat's das vielleicht sogar? Hey, man. Alter, 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 Alter. Was ist denn hier los? Den kann ich nicht treffen, oder was? Meister Pets. Krass. Wie hat denn der mir gerade einen reingesammelt? Der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun gehabt. Wer ballert denn hier? Hier, der macht's genau richtig. Genau, ja, du hast recht, du hast recht. Einfach reinsülzen.
wo die Gegner kommen, so grob in die Richtung. Reicht völlig aus. Zielen wird überbewertet. Das Gefühl hinter mir ist einer. Mir geht's gerade echt nicht so gut. Ich brauche mal wieder eine kleine Rüstung. Ja, ich werde weiterhin Rüstung sagen. Was? Es gibt Frühstück, Mittagessen, Abendessen und es gibt Lichtessen, das gute Lightfoot. Da würde ich nicht hingehen. Das macht doch einen Sog, oder? Also ganz ehrlich, jeder Drittklässler hätte begriffen, dass da ein Sog entsteht. Oder? Da geht man doch nicht hin, wenn das Ding da wackelt. Allerdings müsste man auch wieder sagen, der TÜV war auch nicht anwesend. Da muss doch irgendwie eine Lampe leuchten. Achtung. Da passiert was Schlimmes. So. Na? Hinter jeder Ecke versteckt sich doch sonst mal ein Gegner. Geht nicht kaputt. Dann geht's hier weiter. Ja, und ich habe nochmal geguckt. Ich habe mich so ein bisschen spoilern lassen. Ich habe ja wirklich keine Ahnung mehr von dem Spiel. Jetzt nicht unbedingt, wie lang das Spiel noch ist, weil es ist echt richtig geil, macht es richtig Spaß wieder, sondern was es noch für geile Waffen gibt. Okay, da sollte ich dann wahrscheinlich nicht rein. So. Und da kommen noch ein paar richtig geile Waffen. Die hatte ich überhaupt nicht mehr so im Hinterstübchen. Also Leute, passt auf. Da gibt es noch ein paar sadistische... Hallo? Sadistische, schöne Waffen. Come on. Lightfoot's gonna take off any minute. Ich liebe es, diese Animation. Ich weiß, das ist alles nicht fließend und so. Und heute würdest du sagen, Alter, das verdient keinen Kauf. Aber man muss es unter dem Aspekt sehen, dass es eben von vor über 20 Jahren das Spiel ist. Und da ist es einfach legendär gewesen. Ich meine, Half-Life und so hatte diese Animation nicht. Ich muss natürlich auch sagen, dass Half-Life einfach noch mal eine Ecke vorher rauskam, ungefähr 2 Jahre. Ich glaube, 98 habe ich das gespielt. Oh, die Waffe ist einfach zu stark. Das ist aber wirklich so. Oh, krass. Die Waffe ist echt zu stark. Hui, zum Glück hat er... Glück, dass ich so schlecht schieße, ansonsten hätte ich ihn jetzt abgemurkst. So, das leuchtet schon so rot. Schade. Na gut, wir müssen erst hier an irgendeinem Hebel ziehen. Wahrscheinlich an dem da. Gehen wir jetzt ein Stückchen zur Seite hier. Geh ein Stück zur Seite. Krass, das Hirn getroffen, es passiert nichts. Okay, hier passiert nichts. Wir müssen wahrscheinlich hier rein. Hat er den abgeschossen? Schade. Fetter Panzer. Jawoll. Dieser Trottel. Er läuft wirklich einfach voll fett in die Granate rein. Der ballert doch einer hinter mir. Ach, das Auto. Hä? Sind die da ausgestiegen oder was aus dem Tanker? Er humpelt fleißig vor sich hin. Ne, du scheiß Scharfschütze, das kannst du vergessen. Du bist der Gefährlichste, du bist der Endboss. Da sind selbst diese Kackhunde nicht so schlimm. Also ich muss vom Gefährlichkeitsgrad... Alter, da oben? Nee. Hier unten, ne? Da war doch einer, oder? Hier war doch einer. Hab's doch gesehen. Also Gefährlichkeitsgrad, ne? Ganz oben, wissen wir. Scharfschütze, Panzer, Hund. Alle anderen, egal. So, das war das Ding wieder. Warten. So, und du bist ja entwaffnet, ne? Los, heb's auf. Warte. So, 1, 2. Mist. Guck mal, ich geb dir Waffen. Mann! Sehr gut. Es ist so krass, dass es einfach da in ihm drin steckt. Jetzt habe ich sie alle wieder. Und dann steckt es wieder in ihm drin. Und dann habe ich es wieder. Und dann steckt es wieder in ihm drin. Und dann habe ich es wieder. Und dann steckt da ganz viel drin. So. Alles gut. Ich werde wieder normal. Irgendwann. Zack.
die Butter, die ist so gut. Ich weiß, sie ist überhaupt nicht mehr brutal unter den heutigen Aspekten. Das ist einfach billig. So billig. Aber es ist trotzdem irgendwie geil. Das ist schon krass. Bein ab, Arm ab, Arm ab. Kopf runter. Darm raus. Also mehr geht auch nicht, ne? Oh doch. Zack. Und das Trefferfeedback, ich meine, es ist nicht ganz so genau, ne? Gerade mit Scharfschützengewehren schieße ich oftmals explizit in den Schädel. Und es geht manchmal nicht. Also, ich zweifle ja jetzt hier nicht irgendwie an meiner. An meinen Schützenkünsten. Das geht manchmal nicht, aber trotzdem, das Trefferfeedback ist schon richtig Hammer, oder? Das ist halt so richtig schön fleischig. Das haben sie wirklich damals richtig gut hingekriegt bei solchen Shootern. Das ist auch bei Half-Life, ne? Counter-Strike ist das Trefferfeedback eben einfach nur richtig schön geil. What? Oh! Er schenkt mir sein Bein. Aber dafür ist er arm dran. Moment. Ach komm, fall doch runter. Das kommt dann erst bei Soldier Fortune 3, wenn die Physik-Engine mitspielt. Seh dich doch. Au, au. Na warte, Fireman. So, let's get ready, let's get ready. Da braucht er nicht zurückziehen. Wir drehen eine Runde und dann geht es weiter. Zack. Mit der Waffe muss man einfach reinrennen. Reinrennen und aufräumen. Und aufräumen. Jetzt wird hier der Todestanz. Tanz der Toten. Nicht Tanz der Teufel, Tanz der Toten. Jawohl, auch das geht hoch. Einfach an alles gedacht, ne? Einfach an alles. Ich meine, du hast keine Physik-Engine und trotzdem baust du eine Physik ein. So geht Spiel. Und nicht andersrum. Ich sehe deine Hand. Ich mache aber auch viele Headshots. Hä? Was hat denn der gemacht? Krass. Von dem Türstoß habe ich ihn einfach weggeschubst. Wäre auch zu einfach gewesen. So, wie machen wir das jetzt? Das Geile ist, ey, die schießen halt wirklich schlecht, ne? Die haben dieses SMG, das ist einfach ein Scharfschützengewehr, eine Bazooka, Granaten und ein Messer in einem. Und was machen sie? Sie schießen einfach immer daneben. Die können es einfach nicht. Wie mache ich denn das jetzt? Irgendwas mit dem Ding muss ich wahrscheinlich machen. Hilf mir mal. Da hinten vielleicht draufballern? Hm. Ja, irgendwie muss ich diesen Schalter da betätigen, ne? Das habe ich schon begriffen. Die Frage ist nur, wie? Wieder diese komplizierten Soldier Fortune Rätsel. Die waren schon damals sauschwer. Dann mache ich eine Granate, habe ich auch nicht. Da oben kann ich doch tendenziell rein. Schon wieder einer, Else. Jetzt ist aber gut. Jetzt werdet ihr penetrant. Ah, hier, so. Nee. Komme ich da oben vielleicht drüber? Ich habe das Gefühl, ich denke schon wieder viel zu kompliziert. Wahrscheinlich muss ich einfach zurückgehen. Hat er sich gerade in die Hose geschifft oder was war das für ein Sound? So, und dann muss ich. Geht das hier auf? Nee. Dann muss ich. Hier unten? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Das ist auch so krass, oder? Ich dachte einfach nur, das ist eine Textur. Aber nein, der Effekt darauf, oh, das ist die Tür, ist was ganz anderes. Es muss irgendwo hier, oder? Hier hinter? Nein. Hm. Hier durch geht's wahrscheinlich. Das ist zu einfach. Zu einfach darf es nicht. Und das einfach kaputtballern? Wie so oft in dem Spiel hilft es einfach dreimal irgendwo drauf zu schießen. Okay.
Noch einmal, oder wie? Dadurch, dass man dreimal auf das Ding schießen muss, habe ich mir gerade gedacht, okay, probieren wir es ja auch nochmal. Oh, geil! Wir haben Granaten bekommen. Vielleicht kriegen wir jetzt endlich den passenden Raketenwerfer. Das wäre natürlich richtig nice. Es kommen aber noch schwer gepanzerte Gegner und so. Also von daher. Wow, fuck! El Spacko. Habe ich irgendwas Geiles, Granaten? Let's get ready. Eins, zwei. Jawoll ja, jawoll ja. Ich kann ihn nicht benutzen. Ja, und jetzt ist ein Panzer da, eine tolle Wurst. What the hell, Mann? Oh, das ist aber nett. Hahaha, du Trottel. So ein Trottel, so ein Trottel. Da hat er mir den Weg weiter geballert. Oh, man. Sag doch was. Oh, hier kommen Leute hoch, ne? So, okay, zwei habe ich abgeknallt. Ich verteidige dich. Du entschärfst die Bombe. Was macht er? Warum entschärft er die Bombe? Wir haben noch nie eine Bombe entschärft. Bis jetzt haben wir alle Bomben hochgejagt. Das ist viel besser. C4 dran und dann viel Spaß. Okay, ich glaube, ich habe alle. Okay, ich habe langsam keine Muni mehr. So, Schädel runter. Feuer, komm her. Wirst du wohl aufhören? Ja. Lass dir Zeit, ey. Ganz ehrlich, ich habe hier gerade meinen Spaß. Mein Spaß des Lebens. So. Und hepp. Jawohl, zack. Okay, noch wer? So, für meine Zukunft sehe ich grün. Oh, mein Headshot wird nicht gezählt. Der war ja wohl eindeutig. Los, komm, baller da jetzt noch raus. Also, das ist frech. Also, den Kill hätte ich aber noch mitgenommen. Yes, und ihr seht's, ich habe meinen Fanfüllefranz wieder hingeschrieben. Nicht mehr Fanfüllefranz C. Ich habe diesen kleinen Fauxpas behoben. Sehr geile Mission. So wie immer. Okay, Leute, aber für diesen Part soll es das gewesen sein. Von Soldier Fortune, wir sind wieder hier in der heimischen Gegend. Und das letzte Mal, als wir hier in diesem kleinen Buchgeschäft waren, hat es geregnet, falls ihr euch erinnert. Es war ganz am Anfang vom Spiel, denn hier ist unsere heimliche Base. Und von dieser Base gehen unsere intergalaktischen, supergeheimen Missionen aus. Welche die nächste ist, weiß ich nicht, aber wir werden es herausfinden. Das nächste Mal bei Soldier Fortune. Danke fürs Zusehen. Ciao.